Das hat die Welt gerade noch gebraucht. Ein neues Spiel von Destructive Creations. Die polnischen Entwickler der Software Geschmacklosigkeit Hatred, in der man einen hasserfüllten Amokläufer beim nun Amoklaufen steuerte, verfolgen mit dem neu auf Steam veröffentlichten Rail-Shooter IS Defense munter weiter ihren eingeschlagenen Weg der Pietätlosigkeit. Und das spielerisch simpler denn je. Nun, dass das Gameplay zumindest für eine Weile keinen Spaß macht, kann man nicht behaupten. Dazu später mehr in diesem Angespielt-Video. IS Defense sei allerdings nur ein kleines Nebenprojekt und stelle das persönliche Veto der Entwickler gegen das dar, was im Mittleren Osten heutzutage passiert. Aha. Naja, so steht's halt auf der offiziellen Homepage zum Spiel. Außerdem wolle man ähnlich gearteten Spielen wie den einst hierzulande indizierten Beachhead oder Operation Wolf ein Denkmal setzen und mit IS Defense so ein eigentlich totes Genre zum Leben erwecken. Gut, das klingt schon nachvollziehbarer. Eigentlich kommt einem beim Spielen eher das betagte Moorhuhn in den Sinn, nur dass einem hier als Mittagspausenzeitvertreib statt Gockeln eben virtuelle IS-Terroristen vors stationäre Maschinengewehr laufen. Das Ganze spielt in einer fiktiven Zukunft im Jahr 2020. Der Islamische Staat hat sich mittlerweile ganz Nordafrika einverleibt und schickt sich an, seine Kämpfer gegen Europa auszusenden. Der ballende Irre hier im Bild wird also vom Spieler gesteuert. Und Ziel des Spiels ist es eben, möglichst viele der anderen Irren an der Küste vom Inland fernzuhalten. So lange, bis der NATO-Rambo ins Gras beißt, dann startet das Gemetzel auf einer der drei mitgelieferten Karten erneut. Das geht mit besagtem Maschinengewehr oder auch mit einem Raketenwerfer, solange die Munition reicht. Die Terroristen blasen nämlich auch mit gepanzerten Fahrzeugen, Jeeps und Booten zum Angriff. Statisch ist die Ansicht übrigens nicht, das Geschütz dreht sich wie hier zu sehen auf Knopfdruck um bis zu 360 Grad. Das ist immer dann nützlich, wenn einem Gegner in die Flanke fallen. Seltsamerweise kommen diese hier auf der ersten der drei Maps aus dem Inland. Ob sie ein paar Tage eher angekommen sind als ihre per Boot eintreffenden Kameraden? Wer eine vorgegebene Anzahl an Vehikeln und Terroristen aus dem Weg räumt, darf die nächste Karte betreten, bis am Ende alle drei freigeschaltet sind. Bei der Hafenmap hier im Bild sind das zum Beispiel 3500 Terroristen und 200 Fahrzeuge. Zum Glück wird der Fortschritt gespeichert, sodass man nicht immer wieder von vorne beginnen muss. Einen Hauch Taktik ins stumpfe Geballer bringt ein Skill und ein Supportsystem. Je mehr Angreifer wir abwehren, umso mehr Cash gibt's auf das Killerkonto. Das ist die rote Leiste links im Bild. Die Kohle investieren wir während einer Partie ständig je nach Bedarf in unsere 5 Supportfähigkeiten. Am günstigsten ist etwa das Anfordern von Nachschub, also Gesundheitspakete und Munition für den Raketenwerfer. Mehr Kohle müssen wir in Infanterie investieren. Die NATO-Kollegen sind hilfreich gegen die anstürmenden Bodentruppen, haben aber keine Chance gegen Fahrzeuge. Noch teurer sind Luftschlag- und Artillerieattacken. Als krönenden Abschluss gibt's noch die Möglichkeit, sich auch Helikopterverstärkung anzufordern. Währenddessen sammeln wir Erfahrung und verdienen uns so Talentpunkte, die wir in unterschiedlich teuren Skills in 4 Ästen investieren. Damit möbeln wir unsere Gesundheit, die Durchschlagskraft unserer Waffen und die Supportfähigkeiten entsprechend auf. Wer sich so etwa 2 Stunden durch alle Maps kämpft, dürfte einen Großteil des Talentbaums freigeschaltet haben. Sieht man mal von dem reißerischen Szenario ab, das sich nur ein ziemlich kaltes Entwicklerherz ausgedacht haben muss, ist IS Defense spielerisch zwar extrem dumpf, aber dank der Supportfähigkeiten für ein paar schnelle Partien ein durchaus dynamischer Rail-Shooter. Vom etwas zähen Anfang mal abgesehen. Grafisch spielt er im unteren Mittelfeld, die Effekte sind aber ganz nett inszeniert. Und Mod-Support gibt's auch noch dazu, sodass bald neue Szenarien für Abwechslung sorgen könnten. Für 7 Euro ginge das spielerisch schon in Ordnung. Aber halt! Sollte man in dem Fall von dem reißerischen, menschenverachtenden Szenario absehen? Es ist sonnenklar, dass die Entwickler die IS-Thematik gewählt haben, um zu schockieren und aufzufallen und weniger um irgendein Statement oder Veto abzugeben. Die Konflikte im Mittleren Osten sorgen für unsägliches Leid und betreffen Millionen von Menschen. Eine derart simple, reißerische Verarbeitung dieser hochbrisanten, komplexen und sehr aktuellen Herausforderungen der ganzen Welt in eine reine Gewaltorgie zum Zweck der Gewinnmaximierung, das mag man derb, dreist, lustig oder satirisch finden. Oder es einfach mit einem Achselzucken abtun.
Man kann es aber auch als reaktionären und reichlich unkreativen Bockmist einstufen. Und sich am Ende, wie bei Vorgänger Hatred, genau überlegen, ob man diese moralische Bankrotterklärung finanziell unterstützen möchte. Auch wenn es diesmal nur 7 Euro sind.